Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slowaka, hier geht's weiter mit Hand of Fate 2. So, es geht hier weiter im Bereich der Kaiserin. Wir gehen in die nächste Stadt, ins nächste Dorf, nach Tarin. Mit 100 Leben. Unfassbar. Die Dämmerung bricht herein, als du deine Reise fortsetzt. Wir haben auch schon 18 Ruhm erhalten. Sieht alles momentan gut aus. Consequences. You cannot think that the steps you have taken will bring a simple peace. No. Zum Satz, es sieht soweit gut aus. Im Morgengrauen erreichst du Tarin, das von Plünderern angegriffen wird. Während das Dorf in Flammen steht, versuchen drei mutige Bauern, diese hier, die letzten überlebenden Dorfbewohner zu verteidigen. Einer ruft, bitte helft uns, wir müssen diese Wilden aufhalten, bevor alles verloren ist. Du ziehst deine Waffe und eilst zu Hilfe. Das sind jetzt Frostjungs. Das ist hier gegen Nordlinge, das Unheil des Winters. Und das... Moment, das mit den 8 Klingen würde ich gerne nochmal sehen eigentlich. Achso, I muss ich drücken. 8 Klingen schleudert bei Aktivierung magische Klingen in 8 Richtungen. Das klingt ja auch super eigentlich. Aber wir kämpfen jetzt gegen Nordlinge, deswegen würde ich mal trotzdem das Unheil des Winters weiter ausgerüstet lassen. Mit unserem Schild und das Abenteurergewand. Was anderes haben wir nicht. Gut. Dann hoffen wir auf einen Sieg. Also das ist eine ganze Runde hier. Alter, die sind aber... Komm, ich wollte die Bauern erstmal retten hier, bevor die so viel abkriegen. Hey, einmal habe ich... Ich wollte gerade sagen, ich verteidige doch viel besser. Okay, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Aber, Alter, wenn die draufhauen, fliege ich immer durch die Gegend. Naja, so viel besser sieht es auch nicht aus. 64. Vielleicht muss man drauf sie stoßen mehr. Das war's. Aber wir haben doch wieder einiges verloren. Aber gut. 64. Naja, gut. Arsenal zugewinnen. Wir kriegen das, die Bastion der Läuterung. Noch ein neues Schild. Das glaube ich auch. Gut, ist es gegen Verderbte gut. Die haben wir natürlich nicht, aber... Um Angriffe von Fernkampfgegnern zu reflektieren, ist natürlich cool. Aber sie hat bessere Verteidigung. Deswegen, ich würde das mal ausrüsten hier. Auch wenn du die Bauern nicht retten konntest, ja, da so schnell war ich nicht, sind dir die Dorfbewohner doch dankbar für deine Unterstützung. Danke, ich wünschte, wir könnten euch etwas geben für eure Hilfe. Aber wie ihr selbst seht, ist unser Hab und Gut verbrannt. Du konntest keinen der Bauern retten. Naja. Dies ist nicht die Zeit für Festlichkeiten. Sicherlich versammeln sie sich, um die Stadt Danganun zu plündern. Sie zeigen nach Süden, das Flussufer hinunter. Falls ihr wahrlich ein Held seid, werdet ihr sie sicherlich retten. Mit einem weiteren Dorf, das den Nordlingen zum Opfer gefallen ist, brichst du ohne Verzögerung zur nächsten Stadt auf. Selbstverständlich tun wir das. Wir könnten lagern und ein bisschen heilen bei 15 Nahrung. Ich würde sagen, wir gucken mal eine Station weiter. Die Frau in Not, die kennen wir doch, die mit dem umgekippten Karren. Probieren wir es und kämpfen im Notfall. 69. Ja, wir machen das mal. Back to the bones.
I hope you have learned to be their master. Ja, das ist ja ganz ungünstig. Das wären 8 zusammen. Bräuchten wir eine 6. Das wird, glaube ich, nichts. 4, dann probieren wir mit 2 Würfeln eine 10 zu kriegen. Nein. Na gut, dann müssen wir kämpfen, leider. Kommt schon raus, Jungs. Genau, ihre Leute kommen jetzt. Ein Giervollstrecker und ein Gieranarchist. Dir bleibt keine Zeit zu reagieren. Wir kennen das Spiel. Los geht's. Achso, jetzt hätten wir die Kardinalsklinge ausrüsten können, aber gut. Ein bisschen Training ist doch nicht schlecht. Trainieren ist immer gut. Ach ja, genau. Und wir haben das neue Schild. Und wir hoffen, dass wir jetzt keine Fernkämpfer haben. Aber das Schild sieht aus, als ob es ein bisschen unhandlich ist. Aber es sieht cool aus, auf jeden Fall. Nial war ein hochkreativer Handwerker und zudem wahnsinnig verrückt. Ja, genau. So sieht es auch aus, das Ding. Ja, ausweichen. Falsche Taste. Ausweichen, verdammt. Hier ist was los. 48, komm. Ach, Mann. Okay. Das wird jetzt anstrengend, wenn das jetzt nicht klappt. Komm. Okay, runter auf 19. Jetzt müssen wir auf jeden Fall mal heilen. Verdammt nochmal. Runter auf 12. So war das nicht gedacht. Ich hoffe, die hat jetzt ein bisschen was, was wir einsacken können, damit wir uns wieder heilen. Räuber besiegt. Wir durchsuchen die Leichen. Das sind 9 Würfel. Jetzt würfeln wir eine 17. Na super. Victory, you are learning. Now the power. Ach genau. Chintas Zorn. Der einem einzelnen Gegner einen kurzen Niederschlag zufügt. Aufprall verfolgt Gegner und verursacht Betäubung. Das ist natürlich ein geiles Teil. Und wir haben wir schon genug Ruhm, um das auszurüsten dieses Mal? Ja, haben wir. Dann machen wir das doch mal. Wir haben 22 Ruhm schon. Achso, wir haben jetzt hier 4 erhalten, deswegen. 3 Nahrung gibt es dazu. Nochmal 5 Nahrung gibt es dazu. Das ist super. Und oh. Würdiger Held. Du betrachtest Chetas Zorn in deinen Händen. Die Rune auf der Vorderseite beginnt ein goldenes Licht abzugeben. Es ist ungewiss, ob die Waffe nun weniger wiegt oder ob du neue Stärke gefunden hast. So oder so, du kannst den mächtigen Hammer nun führen. Malaklips schaut ehrfürchtig drein. Wow, das würde einiges auf den Markt einbringen. Aber lasst es uns zuerst dazu benutzen, die Barriere zum Lager der Plünderer aus dem Norden zu durchbrechen. Die Schamanin zu erschlagen und diesen Überfällen ein Ende zu setzen. Das würde ich auch sagen. Was ist das? Das Heiligtum? Ah, du erinnerst dich an die Anweisungen des Ältesten von Talos und machst dich auf den Weg zum Heiligtum der Schamanin. Finde und besiege die Schamanin ist die Aufgabe. Wir haben einen neuen Token gekriegt, das ist gut. Wir würden jetzt aber auf jeden Fall mal lagern bei 12 Lebenspunkten. Würde ich jetzt bei 22 Nahrung mal so ein bisschen was verballern hier, glaube ich. So, 1, 2, 3. Ich würde da tatsächlich runtergehen auf 15 Nahrung auf jeden Fall. Dann sind wir bei 47. Einen noch. Gut. Dann geht's weiter. Und wir wollen alles sehen, also gehen wir einen Schritt zurück und dann da lang. Hier ist der Gemischtwarenladen. Da könnten wir sogar nochmal Nahrung oder Ausrüstung haben wir jetzt wirklich genug, ne? Das haben wir ja quasi alles. Die tapfere Aegis könnten wir weniger essen.
Fähigkeit aufladen und weniger essen und das Ding gesegnetes Leben. Wir haben 45 Gold, 28 ist ganz schön viel jetzt, obwohl wir es uns eigentlich ja leisten können. Aber das müssen wir als Schild benutzen und können dadurch weniger essen. Gesegnetes Leben. Ich kaufe mal den Rubinring. Ach, hier steht's. Erhalte 10 Max-Leben dazu, wenn du mehr Segen als Flüche hast. Du kannst eine beliebige Anzahl Ringe gleichzeitig tragen. Okay, naja, gut, okay. Und das hier, verteidigen, verfügt, Waffe aufladen, plus 1 hinzu. Bei jedem dritten Schritt wird keine Nahrung verbraucht. Und erfordert Angriffssätze, verteidigen ein und so weiter. Müssen wir das dann ausrüsten, damit wir das haben? Nee, ich glaube nicht. Dann wäre das ja fast eine Option. Könnten allerdings auch einfach dafür Essen kaufen, weil als Schild wollen wir das nicht benutzen. Würde ich jetzt mal einfach so sagen. Ähm, 30 für 10 Nahrung. Ich glaube, das mache ich einfach, weil mit der Nahrung können wir uns auch heilen. Und Ausrüstung haben wir wirklich genug. Was sollen wir sonst mit dem Geld machen? Außer vielleicht irgendjemanden bestechen wieder später. Aber gut, ich kaufe jetzt die Nahrung. Und könnte dann sogar noch mehr heilen. Aber erstmal gehen wir einen Schritt weiter. Dann sind wir bei 62. Mages are hard to eradicate the best of times. We have our ways of hiding from the light. Okay, vielleicht hätte ich doch noch einmal heilen können. Das Unterseits. Du befolgst Malaklipsis rätselhafte Anweisungen, von denen viele beinhalten, dass du dir Nutztiere borgst, und stößt schließlich am Ufer eines riesigen, abgelegenen Sees auf den Eingang zu einer Höhle, der von einer Steintür versperrt wird. Das ist Malaklipsis Problemsgeschichte, ne? Mit dem, ja, ja, genau. Wir müssen Aira vom Tal im Unterseits aufsuchen. Das hatte der Barde in der letzten Nacht erklärt, als ihr hinter einer verängstigten Kuh hergelaufen wart. Fragen wir uns mal, warum wir das tun müssen. Malaklips lässt die Weinflasche fallen, die er nervös festgehalten hatte, bricht laut in gezwungenes Gelächter aus und schenkt deiner Frage keine Beachtung. Der bebrillte Oger, der an der Tür wacht, sieht nicht von seinem Buch auf, als ihr näher kommt. 15 Nahrungsgegenstände pro Eintritt, grunzt er. Malaklips schnaubt verächtlich. Das grenzt an Diebstahl. Mein Herr, wenn ihr versucht, uns übers Ohr zu hauen, solltet ihr wissen, dass ich mit meinen Händen Blitze schleudern kann. Der Türsteher seufzt. Es sind harte Zeiten für uns alle. Für uns alle mal. Oder Mel, wenn er Malaklips meint. Ihr werdet es schon sehen, wenn ihr eintretet. Tja, so viel zum Thema, dass wir gerade 10 Nahrung gekauft haben, um ein bisschen Leben zu heilen. Und jetzt sollen wir hier 15 geben. Aber gut, den Token wollen wir haben. Geben wir es. Der Oger legt sein Buch beiseite und öffnet die Steintür mit einem gewaltigen Stoß. Du verlierst 15 Nahrung. Du läufst den Steintunnel entlang, bis du um eine Ecke biegst und sich vor dir eine kleine Stadt erstreckt, die in einer weitläufigen Höhle mit unterirdischem See sich befindet, würde ich sagen. Rote Laternen beleuchten die leeren Straßen, die in wenigen Fenstern, nur in wenigen Fenstern brennt Licht. Malaklips geht voran. Willkommen im Unterseits, Goldgeier. Seit das Kaiserreich diesen lästigen Erlass verkündet hat, mussten wir uns an Orten wie diesen verstecken. Hier war es früher wirklich betriebsam, aber jetzt? Mit grimmigem Gesichtsausdruck lässt er seinen Blick über die leeren Straßen schweifen. Anscheinend hat das Kaiserreich seine Streitmacht weiter verstärkt. Einige Magier mustern dich argwöhnisch, als sie an dir vorübergehen. Wir können in den Läden stöbern, die Taverne betreten oder den Kontakt suchen oder das Ganze verlassen. Wir fangen mal vorne an. Zwischen den verlassenen Buden, die von roten Laternen erhellt werden, triffst du auf eine altmodisch aussehende Ladenfassade, beschriftet mit Lilots Grabbeltisch, benutzte Steine, Wegbeschreibungen. Einige Schilder verweisen außerdem auf Flüche und Segen.
Flüche und Segen. Gehen wir erstmal zu Lilots Grabbeltisch. Malaklips schnieft und zieht sich zurück. Ich darf dort nicht hinein, weil ich einmal diese ganzen Kiesel gestohlen habe. Wenn ich so drüber nachdenke, macht sich das Gesindel hier insgesamt zu viele Gedanken um ein paar Steine. Er lässt dich allein eintreten. Begleitet von einer Ladenglocke betrittst du den verstaubten Laden. Die Regale, Körbe und Vitrinen des Ladens sind voller Steine verschiedener Formen und Größen. Der runzelige Ladenbesitzer, Lilot, späht dich über den Schalter hinweg an. Ja, Wegbeschreibung brauchen wir nicht. Was ist denn mit Steinen? Lilos Blick erhellt sich auf diesen Vorschlag hin. Er gestikuliert mit seiner faltigen Hand auf seine Waren. Dein Blick fällt auf Körbe mit riesigen Felsen und glatten Kieseln. Ganz hinten in der Ecke erblickst du einen Korb voller Ringe. Der Ladenbesitzer lässt seinen liebevollen Blick über die umliegenden Steine schweifen. Was würdet ihr gerne kaufen? Alles kostet jeweils 20 Gold. Na, super. Das ist natürlich doof. Also wir haben nicht mehr genug Gold, glaube ich, um hier was zu kaufen. Wir gehen trotzdem mal in die Taverne. Malaklips lässt das Gemisch aus Fruchtwein, Rauch und Federn auf sich wirken. Ah, das Teufelsohr, meine zweite Heimat. Er holt seine Laute hervor und lässt dich stehen, um der hübschen Wirtin ein Ständchen zu bringen, die angestrengt versucht, ihm keine Beachtung zu schenken. Dein Blick wandert über ein Grüppchen stämmiger Oger, die um einen zu kleinen Tisch versammelt sind, und einen fleischigen Augapfel, groß wie ein Mann, der einsam an den Fenstern schwebt. Zu den Ogern, zum schwebenden Auge. Gehen wir zum schwebenden Auge, das ist alleine da hinten. Die schwebende Fleischkugel mit ihrem einen wässrigen Auge, größer als die Länge deines Arms, lächelt dir mit seiner gezackten, klaffenden Mundöffnung zu. Wie schön. Kann ich euch für einen Tanz begeistern, Kleines? Fragt die Fleischkugel feierlich. Ich frag sie mal, was sie isst. Das Geschöpf kichert. Die fleischigen Tentakeln, die an ihm herunterhängen, zittern vergnügt. Das Auge des Geschöpfes ist so groß, dass du kaum ausmachen kannst, ob es sich fixiert oder einen Punkt hinter dir. Tja, sollten wir tanzen? Es klingt irgendwie schwierig, aber wir stimmen mal zu. Ihr tanzt langsam im Kreis. Das Geschöpf summt die ganze Zeit über ein altes Erntelied. Oh Gott, die frisst mich gleich am Ende. Nach einer unbestimmt langen Zeit ist der Tanz vorüber. Ah, seufzt die Fleischkugel, das hat mich wirklich an meine Jugend erinnert. Das Auge des Geschöpfes, also, na dann fragen wir jetzt mal um einen Handel. Diesen Gegenstand habe ich von dem letzten Krieger, den ich verschlungen habe. Schön. Es wirkt Ausrüstung hervor, die schleimbedeckt auf den Tavernenboden scheppert. Ein Rubinring. Diese Karten werden ganz nach oben gelegt. Achso, hier. Was könnt ihr mir hierfür geben? Tja. Schwierig, dir was dafür zu geben, für den Rubinring. Darf ich das auch sein lassen? Ja, am ehesten das Schwert jetzt, weil wir haben ja das Unheil des Winters und die Kardinalklinge, die sind bei Onretas Zorn, dann... Ja, dann das mal. Es sieht sich die Ausrüstung an. Ja, das wird meine Sammlung hervorragend ergänzen. Valuable for purely financial reasons, if nothing else. Na gut, dann haben wir jetzt einen Rubinring. Ich weiß nicht, ob wir den unbedingt... Aber gut, wir haben genug Schwerter eigentlich. Dann lassen wir das Geschöpf mal in Ruhe und gehen nochmal zu den Ogern. Die Oger diskutieren heiter über ihre Gewinne. Sie scheinen mit einer Art Glücksspiel mit Würfeln beschäftigt zu sein. Eine Runde Met für 8 Gold ausgeben für alle, das machen wir nicht. Wir fragen mal nach den Spielregeln. Er möchte wohl die Regeln wissen, nicht wahr? Ein Oger schlägt einem anderen unter schallendem Gelächter auf den Rücken.
Keine Regeln. Würfelt und wenn die Augenzahl eine bestimmte Zahl überschreitet, sage ich, dass ihr gewinnt. Ein älterer Oger räuspert sich. Ihr solltet wissen, Mietklinge, dass wir um Segen bitten. Segen oder Flüche kriegt man hier bestimmt dann, ne? Ach komm, ausprobieren muss man alles, oder? Der größte Oger wirft dir die Würfel zu und holt die strahlende Schriftrolle mit dem Segen hervor, um den du spielen wirst. Standhafter Verbündeter. Das ist doch cool. Würfelziel 18. Ja, da würde ich mal anmerken, dass das wirklich kein besonders gerechtes Spiel ist. Die Oger regen sich. Einer steht auf und greift bedrohlich zu seiner Keule. Dir fällt wieder ein, dass es Oger sind, mit denen du dich abgibst. Ich bitte um Entschuldigung, die Herren und aufmerksamen Edelmänner. Vor euch sitzt bloß ein feiger Knappe. Okay, dann lassen wir sie in Ruhe, weil eine 18 würfel ich jetzt nicht. Gehen wir raus aus der Taverne und suchen Aira. Malaklips geht durch die dämmerigen, leeren Straßen voran zu Airas Haus. Du könntest schwören, dass du drinnen Schreie hören kannst. Eine Frau in grauen Gewändern und silbernem Schmuck erwartet euch. Murk sagte mir, dass ihr mich um Hilfe anbetteln wollt. Leider aber seid ihr zu spät. Malaklips grinst und verbeugt sich. Ich habe eine Krankheit, für die ich ein Heilmittel kaufen möchte. Aira vom Tal runzelt einen Augenblick lang die Stirn, nickt dann aber und lässt euch beide eintreten. Du gehst um die Ecke in das Wohnzimmer und findest die Quelle der Klagerufe. In einem Käfig ist ein Mann eingesperrt, dessen Körper von Geschwüren der Verderbnis halb verzehrt ist und der in seinem Fieber vor Schmerzen schreit. Ohne Vorwarnung öffnet sie den Käfig und der Mann hechtet auf euch zu. Mit überraschender Stärke drückt sie das sich sträubende und wehklagende Geschöpf zu Boden. Das hier ist der Magier Kohn. Er glaubte, die Verderbnis abschütteln zu können, doch er lag falsch. Aira lässt Malaklips nicht aus den Augen, während die Schmerzensschreie des Magiers Kohn immer kehliger werden. Was soll ich nur mit ihm machen? Der Barde wendet den Blick ab. Ekel und Schrecken zeichnen sich auf seinem Gesicht ab. Er scheint der Ohnmacht nahe. Gottes Willen, was ist hier los? Sie nickt und dreht sich zu dir um. Was werdet ihr tun? Holla, den Magier töten oder den Magier weiter eingesperrt lassen? Tja, gute Frage. Ich würde sagen, man müsste ihn vielleicht wahrscheinlich den harten Weg gehen und ihn erlösen da, wenn er schon falsch liegt. Machen wir das mal. Du machst dem Magier ein Ende, während Aira ihn zu Boden drückt. Nachdem dies erledigt ist, beginnt die Magierin an einem Tisch herumzubasteln, der mit toten und glänzenden Sachen übersät ist. Ich habe eine Heilung, aber ihr wisst selbst, dass bei Leuten wie uns alles seinen Preis hat. Sie klopft etwas silbernen Staub aus einer Flasche. Rettet die entführten Magierkinder für mich und ich gebe euch das Heilmittel. Ach Mann. Es geht immer weiter, aber wir haben es bekommen. Weiß nicht, ob das jetzt die richtige Entscheidung war, den Magier umzubringen. Oder ob wir ihn hätten irgendwie retten können. Aber gut. Diese kaiserlichen Mistkerle scheinen sie zu irgendeiner ummauerten Feste an den Docks der Stadt gebracht zu haben. Und ihr solltet euch besser beeilen. Aira lächelt erneut Malaklips zu. Ich könnte wetten, dass ihr diese Krankheit nicht viel länger kontrollieren könnt. Der Barde weicht ihrem Blick aus. Wir können das Haus verlassen oder weiter fragen. Wir fragen nochmal, was es für eine Krankheit ist. Aira lacht. Er hat es euch nicht erzählt. Es liegt nicht bei mir, es zu verraten. Aber eins sage ich euch, Freund von Malaklips. Wenn er nicht bald geheilt wird, schwebt ihr in großer Gefahr. Unsinn, Malaklips springt auf und entkorkt nervös eine Flasche Wein. Okay, woher kennt ihr beide euch? Als ich noch jung und dumm war, war er mein Geliebter, erklärt Aira ungerührt. Unsinn, ruft Malaklips. Ich bin in jedem Alter attraktiv. Ihr würdet froh sein, mich noch zu haben. Aira wirft Malaklips einen ernsten Blick zu. Er fasst sich wieder und kauert sich wieder auf seinem Platz zusammen. Und ihr solltet euch besser beeilen. Aira lächelt erneut Malaklips zu.
Ich könnte wetten, dass ihr diese Krankheit nicht für länger kontrollieren könnt. Na gut, gehen wir mal. Malaktips scheint es kaum erwarten zu können zu gehen. Dann verlassen wir das Unterseits. Aira vom Tal sucht euch erneut auf, kurz bevor ihr beide euren Anstieg durch den Tunnel antreten wollt. Mel, der Bade, dreht sich um. Du hättest schwören können, dass in seinen Augen so etwas wie Hoffnung aufleuchtet. Sie weicht seinem Blick aus, bringt diese Kinder zu den Irren bei Forst fort. Ich glaube, sie betreiben ein Waisenhaus. Ich fürchte, hier ist es nicht mehr sicher. Haben wir noch ein paar Kinder mitbekommen? Na gut, jetzt haben wir nur noch 7 Nahrung. Nicht so gut. Also keine Chance mehr, vor uns hinzuheilen. Des Bauernsohn, das kennen wir auch schon vom letzten Mal. Und da müssten wir leider gegen die Schatten kämpfen. Eine der Bestien zischt. Wir wussten, ihr würdet euch auf diesen einfachen Köder anspringen. Jetzt müssen wir mal gucken. Schatten. Und dann nehmen wir mal Achitas Zorn und probieren es mal. Achso, nee, leichte Waffen sind zu empfehlen. Ja, dann nehmen wir vielleicht doch, die ganz leichten haben wir ja gar nicht. Nochmal die Kardinalklinge benutzen. Gegenschlag auflegen, Nordlinge. Wir nehmen mal die Kardinalklinge in die Hand und hoffen, dass das funktioniert. Auch wenn wir keine leichten Waffen haben. Wir hoffen sowieso, dass das funktioniert, denn ja, sterben dürfen wir hier nicht. Obwohl, wir haben einige Tokens eingesammelt, ne? Also ganz umsonst wäre es nicht gewesen. Trotzdem. Nehmen wir das nicht. Das Viech. Das mit dem komischen Kopf. Der Schattenälteste. Achso, nee. Kennen wir den schon? Die königlichen Geschlechter der Häuser von Lysahora sind mit Privilegien und wichtiger noch Macht gesegnet. Die Ältesten beschwören Schatten, bevor sie dem Blutwahnsinn verfallen. Nutze ausweichen, um ihren Angriffen zu entgehen. Genau. Ah. Ja, so geht's mit dem Thema Ausweichen. Oh, die fliegen durch die Gegend. Nee, die kenne ich noch nicht. Komm, mach ihn fertig. Ah. Ich dachte, er wird hier geheilt. Nicht geheilt, sondern... Ach. Alter. Die sind aber anstrengend hier. So viel zum Thema Ausweichen. Da kommt man gar nicht drum rum. Jetzt mach ihn alle hier. Sonst haben wir nichts mehr übrig. Wo ist er denn? Da ist er. Ich glaube, da müssen wir einfach wirklich weg. Ach. 15 ist nicht so viel. Hör auf, verschwinde, du Vieh. Genau, da müssten wir einfach weg. Und jetzt ist er weg. Erstmal gut, aber wir haben wieder ordentlich was verloren. Aber so richtig ordentlich. Mit den paar Lebenspunkten, 15, schauen wir mal. 4 Ruhm nochmal. Das war doch beim letzten Mal nicht so schlimm, diese Karte. Die kleine Familie sammelt in Dankbarkeit ein staubiges Bündel allerlei auf. Und wir bekommen den standhaften Verbündeten. Ein stahlharter Begleiter. Gegner fügen deinem Begleiter 50% weniger Schaden zu. Du kannst eine beliebige Anzahl Segen gleichzeitig tragen. Plus 10, 15 Leben. Tja, das war's dann aber auch schon. Na gut, es ist nicht mehr weit bis zur Schamanin. Wir können nur hoffen, dass wir dieses Leben noch ein bisschen nach oben kriegen. Und dann müssen wir die noch besiegen, die Schamanin. Wir schauen mal, ob es was wird beim nächsten Mal. Bis dahin,
Macht's gut und wer unterstützen möchte, gerne kommentieren, liken oder abonnieren. Bis dahin, macht's gut.